Man kann ja auch in dem Film, sieht man ja überhaupt nicht, wie schön dieser Garten ist. Und man spürt auch nicht, was du auch gesagt hast gerade und was wirklich jeder spürt, der dort hineinkommt, dass es was ganz Besonderes ist. Also dieser Garten hat was ganz Besonderes, wenn ich dort bin und in der Früh, das schreibe ich da auch in dem Buch, also aufstehe, wenn noch alle schlafen und in den Garten gehe und die ersten Arbeiter kommen und die Vögel beginnen zu zwitschern und die Hunde laufen herum und man ist so unter diesen, mit den Tautropfen in dem Garten alleine. Dann geht man am Nachmittag, dann ist es wieder anders und am Abend wieder. Und du hast mir mal sehr schön beschrieben und ich habe es dann auch genau so erlebt und auch darauf geachtet, dass dieser Garten ja zu jeder Tageszeit auch wirklich eine andere Energie aussendet oder gibt. Ja, das spüren wir jeden Tag. Jeder, glaube ich, spürt das, wenn er aufsteht. Einen Tag ist die Energie schwerer, einen Tag leichter, einmal ist man fröhlicher, einmal ist man gedrückter. Das Wetter spürt man spürt den Duft. Der Garten ist auch anders. Ja, aber alles, jeder Mensch weiß, dass sich jeden Tag alles anders anfühlt. Und so ist es auch im Garten. Es ist jeden Tag einmal Nebel, einmal Sonne, einmal ist die Energie so stark, weil sie so intensiv duftet und man das Gefühl hat, man kann kaum atmen, dann ist sie wieder frisch, dann ist sie feucht. Das ist die Natur. Es ist nicht unbedingt jetzt Anima. Ich glaube einfach, wenn man hier rausgeht, wir sind heute spazieren gegangen, da hinauf zur Kirche und dann zum Wasserfall. Und es hat uns genauso ergriffen, obwohl alles noch ein bisschen grau und ohne Grün ist, waren wir trotzdem so begeistert von der Energie, von der Schönheit. Und ich denke mir, die Natur ist auf der ganzen Welt wunderschön. Anima ist die weibliche Seele. Ich glaube, sie hat dadurch auch eine spezielle Energie. Aber ich denke, Energie ist alles, in allem, in jedem von uns, in jedem Blatt, in jeder Pflanze, in jedem Baum, in jedem Tisch. Und wenn man ein bisschen ein Sensorium dafür hat, dann spürt man das. Man merkt das, wenn man in einen Raum reingeht. Ist mir der Raum angenehm oder nicht? Das spürt man einfach. Begegne ich einen Menschen, ist mir der angenehm oder nicht? Die Energie ist immer spürbar. Wir sind oft einfach zu sehr mit dem Verstand gesteuert, dass wir dann immer eine Erklärung haben, warum das so ist. Aber in Wirklichkeit fühlt jeder ganz genau in jedem Moment, ob das eine gute Energie ist oder weniger gute Energie. Und Anima ist eine gute Energie. So viel kann ich sagen.